Willkommen zu diesem aktuellen Video von Games of Truth. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hatte heute Nacht einen Traum und ich möchte diesen Traum unbedingt mit Ihnen teilen, weil er, wenn man ihn analysiert, auch einiges sagt über unser Bewusstsein und über unsere Zukunft. Aber es war nur, zwischen Klammern, ein Traum. In meinem Traum gab es nicht mehr so viele Menschen auf der Erde. Sehr, sehr, sehr viele Menschen waren gegangen. Es gab nur noch wenige Menschen auf dieser Erde. Und dann kamen plötzlich von einem anderen Planeten Außerirdische auf die Erde, auf diesen Planeten. Und sie übernahmen die Arbeit, die Macht, sie übernahmen die Situation auf der Erde. Nein, es war überhaupt kein ängstlicher Traum. Es war ein sehr, sehr schöner Traum. Denn diese Menschen oder diese Wesen von einem anderen Planeten, die menschähnlich aussahen, aber nicht so wie die Menschen, etwas anders, aber ähnlich. Es waren sehr, sehr liebe Menschen von einem, ich nenne sie jetzt mal Menschen, es waren ja keine Menschen, es waren Wesen. Wesen, die waren sehr, sehr lieb, sehr positiv, aber sie hatten ein unglaublich hohes Bewusstsein. Sie hatten in diesem Traum eine ganz tolle Aura, ein sehr hohes Bewusstsein. Sie hatten sehr, sehr schöne, liebevolle Gesichter und ja, sie übernahmen die Situation auf der Erde. Die Menschen, die da waren, hatten keine Angst vor ihnen, aber sie hatten sehr, sehr viel Respekt, weil diese Wesen so unglaublich gut, so lieb und auch so positiv waren und diese wahnsinnig tolle Aura. Und die paar Menschen, die noch übrig waren, und ja, in meinem Traum gehörte ich dazu, haben mit diesen Wesen sprechen können. Und ich habe dann in meinem Traum gefragt und habe gesagt, warum seid ihr so liebevoll? Warum seid ihr so anders? Und dann haben sie gesagt, wir sind Wesen mit einem sehr, sehr hohen Bewusstsein. Wir sind auf einer ganz anderen Ebene als ihr Menschen hier auf dieser Erde. Wenn ihr auch auf dieser Ebene wärt, dann hättet ihr wesentlich länger leben können und ihr hättet eine ganz andere Situation auf der Erde gehabt. Und von dem Augenblick, wo diese Wesen auf der Erde waren, hatten wir überhaupt keine Sorgen mehr. Die Menschen, die übrig geblieben waren, die hatten keine Sorgen mehr in dem Sinne, dass sie für Essen sorgen mussten. All das wurde von den Wesen organisiert. Es gab große Buffets, da hat man sich Essen geholt, das, was man haben wollte. Es war teilweise ganz anderes Essen und wir haben uns um uns gekümmert, um die anderen Menschen, um die neuen Wesen. Wir waren in diesem Traum, in meinem Traum, waren wir Menschen klein im Vergleich zu diesen Wesen, aber nicht klein von der Körpergröße, sondern klein im Vergleich zu dem Bewusstsein dieser Wesen. Es war ein irrer Traum. Es war ein schöner Traum. Wie gesagt, meine Tochter war auch in diesem Traum und wir waren dann letztendlich irgendwann bei einem so einem schönen Pferde-Event mitten im Dschungel. Da waren Pferde und wir lieben Pferde. Also es war ein sehr, sehr schöner Traum. Und dieser Traum, warum nehme ich den als Anlass? Weil ich nochmal auf unser Bewusstsein eingehen möchte. Es ist wirklich ein Zeitpunkt angekommen. Nach vielen, vielen tausenden Jahren. Wir arbeiten daran seit tausenden Jahren. Und einige schaffen es besser als andere. Aber ich glaube, keiner von uns schafft es 100% in diesem sehr, sehr hohen Bewusstsein zu bleiben und zu sein. Und was mich in diesem Traum, ich habe nachher über den Traum nachgedacht, was mich da so interessiert hat und was ich so ja, unglaublich spannend fand, auch hinsichtlich des Bewusstseins, war, dass diese Wesen mir in dem Traum gesagt haben, wenn ihr ein höheres Bewusstsein hättet, hättet ihr länger leben können. Und da habe ich heute, bevor ich dieses Video gemacht habe oder mache, nochmal darüber nachgedacht, was eigentlich in unserem Leben, in unserem Bewusstsein passiert. Ja, wir reden in diesen Videos sehr oft über den Schöpfer, der immer da ist, diese unendliche Kraft, auch die vielen, vielen Herausforderungen, die wir auf dieser Erde zu bestehen haben und unser Bewusstsein. Letztendlich geht es um unser Bewusstsein. Es geht darum, das Bewusstsein zu entwickeln, unsere Seele mit dem Bewusstsein zu entwickeln, hinzukommen in Liebe und hinzukommen in Teilen. Aber genau das Gegenteil passiert. Je älter wir werden,
desto, das ist meine persönliche Meinung und das gilt für alle, inklusive mich, inklusive den Menschen, die ich kenne. Es gilt wirklich für alle, desto egoistischer werden wir, so erscheint es mir. Wir häufen immer mehr Sachen an, wir kaufen immer mehr Zeugs, wir machen unsere Wohnungen, unsere Häuser immer voller und wir sind daran interessiert, etwas zu haben, etwas zu bekommen und dann irgendwann hoffentlich nicht mehr arbeiten zu brauchen und uns zur Ruhe zu setzen. Ein völlig falscher Gedanke. Je älter wir werden, desto mehr sollten wir daran interessiert sein, die Dinge, die wir haben, zu teilen, abzugeben, weniger zu haben. Wenn wir in diesem Bewusstsein wären, würden wir vielleicht auch noch viel älter. Ganz viele Menschen gehen und hinterlassen, die meisten gehen von heute auf morgen. Die meisten haben nicht und sagen, ja, in einer Woche, ich habe noch eine Woche oder ich habe noch 14 Tage, am so und so vielsten werde ich diese Erde verlassen. Wie wäre das, wenn wir unseren Zeitpunkt des Todes, den wir auch nicht ändern könnten, tatsächlich wüssten? Wie wenn wir zur Arbeit gehen, morgen früh um 8 Uhr werde ich diese Erde verlassen oder im nächsten Jahr, im Dezember, werde ich diese Erde verlassen. Wie wäre es, wenn wir das wüssten? Wir würden anders leben. Vielleicht würden wir tatsächlich bewusster leben und würden dann auch tatsächlich unsere Dinge abgeben. In der Realität auf unserer Erde ist das Gegenteil der Fall. Wir versuchen in unserem Leben so viel wie möglich zu sammeln, so viel wie möglich Besitz anzuhäufen. Ob es Häuser sind oder Yachten oder Grundstücke oder Kleidung oder Porzellan oder Autos. Es gilt eigentlich für fast alles. Wenn ich ein Auto habe, oh, ich hätte noch gern ein Motorrad. Wenn ich ein Motorrad hätte, ich hätte gern ein größeres Motorrad. Wenn ich ein größeres hätte, oh, ich hätte noch gerne vielleicht auch noch einen Wohnwagen, ein Wohnmobil. Und wenn ich ein Wohnmobil habe, ja, guck mal, der andere da, der hat aber ein größeres. Wir versuchen anzuhäufen. Wir versuchen uns zu vergrößern in materiellen Dingen, statt uns in unserem Leben zu vergrößern in unserem Bewusstsein. In dem Bewusstsein, dass wir, wenn wir 60 sind, so wie ich 60 bin, dann auch nur noch ein paar Jahre zu leben haben und es wirklich auf ganz andere Dinge ankommt. Wer von uns sammelt tatsächlich sehr gute Freunde, sehr bewusste Freunde? Ja, es gibt einige Zuschauer, die das tun, einige tolle Menschen, die auch sagen, ich brauche nicht 100 Freunde, mir reichen 2 richtig tolle, gute Freunde, mit denen ich mich sehr gut unterhalten kann, denen ich auch 100%ig vertrauen kann. Welchem anderen Menschen kann ich 100%ig vertrauen? Welcher andere Mensch rettet mich, wenn ich jetzt in der Nordsee ertrinke und er kriegt ein Telefonat und sagt, du, die Claudia wäre fast ertrunken. Wer setzt sich in sein Auto oder in den Zug und kommt sofort, um mir zu helfen, um mich zu retten? Das sind die Fragen, die wichtig sind. Stattdessen, und da kenne ich eine ganze Menge zurzeit, ganz viele ehemalige Freunde. Ich nenne sie ehemalige Freunde, weil heute sind es für mich nur noch Bekannte. Freunde, die mir sagen, ja, ich brauche nur noch so ein paar, 3-4 Jahre bis zur Rente. Dann endlich brauche ich nichts mehr zu tun. Und es gibt tatsächlich Menschen, die dann an dem Tag, an dem sie in Rente gehen, nichts mehr tun. Zumindest nichts mehr, was mit ihrer eigentlichen Arbeit, die sie 30, 40 und manche sogar 50 Jahre lang ausgeübt haben. Sie wollen mit der Arbeit nichts mehr zu tun haben. Was für ein Armutszeugnis. Was für ein Armutszeugnis. Es bedeutet ja, dass ich den Großteil meines Lebens, den Großteil meines Tages über viele, viele Jahre hinweg verbracht habe mit etwas, was mich eigentlich nicht interessiert, was ich nur gemacht habe, um damit zu überleben. Und dann gibt es einige, die sagen, dann bekomme ich eine dicke, fette Rente, eine Betriebsrente und eine Staatsrente. Ist es so? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es für all die Menschen, die das tun und die so leben. Ich hoffe es sehr. Ich gönne es ihnen auch. Denn dann kann wirklich vielleicht endlich an dem Bewusstsein gearbeitet werden. Endlich an diesem Bewusstsein, dass ich nicht hier bin, um Dinge anzuhäufen, sondern dass ich hier bin, um an mich zu arbeiten. Nicht an meine äußeren Dinge.
sondern an meine inneren Werte. Das Äußere zerfällt irgendwann. Irgendwann wird es wirklich zu Staub oder zu Asche. Zu Staub, Asche, wenn ich eingeäschert werde, oder zu Staub, wenn ich in einer, ja, wenn ich beerdigt werde. Irgendwann ist nichts mehr da. Es war und es ist für mich auch unglaublich interessant, die jungen Fotos meiner Mutter, meiner Eltern zu sehen. Wunderschöne Menschen, tolle Menschen und ja, bis zum Schluss beide respektvolle Menschen, vor denen man Respekt hat, die auch eine tolle Ausstrahlung hatten. Aber es ist nicht das Wichtigste. Es geht um unser Inneres, einzig und alleine. Es sollte uns bewusst sein. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen, sehr, sehr bewussten Tag.